Hey meine Lieben, heute gibt es so einen gemischten Drogerie-Haul. Ich war zweimal bei DM und einmal bei Rossmann. Und ja, es hätte sich, glaube ich, einzeln nicht so gelohnt. Deswegen packe ich das einfach mal zusammen von Dingen, die ich so in den letzten 2 Wochen gekauft habe. Und ich war auch einmal noch bei Kiko. Und es sind 2 Sachen, deswegen zeige ich euch die jetzt einfach mal. Ja, so, da hätte sich ja ein einzelner Haul gar nicht gelohnt. Und irgendwie gehört Kiko ja schon ein bisschen zu Drogerie, weil es gibt ein bisschen teure Sachen, es gibt auch ein bisschen günstige Sachen. Und eine günstige Sache ist der Quick Dry Nagellack. Also das ist so eine Serie, so eine Quick Dry Serie eben. Die trocknen wirklich recht schnell. Den habe ich so vor einer Woche oder so gekauft. Und habe ihn seitdem schon öfters getragen und die sind wirklich fantastisch. Der war runtergesetzt, ich weiß gar nicht von wie viel, aber auf jeden Fall auf 1,90 Euro. Und so eine Qualität für 1,90 Euro ist wirklich top. So, und dann habe ich noch eine wahnsinnig schöne Palette gekauft. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die haben so eine neue LE, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Auf jeden Fall, ah doch, Cosmic Light, genau. Hier könnt ihr es nochmal lesen. Cosmic Light heißt die und ja, die erste Farbe habe ich hier. Und schaut euch mal, erstmal die Verpackung ist schon mal ziemlich cool. Also Kiko lässt sich da immer sehr viel einfallen und dann, wow, einfach nur wow, oder? Ganz, ganz tolle Farben, die sind sehr groß, also wirklich recht große Lidschatten. Man bekommt für seine 14 Euro, habe ich dafür bezahlt, bekommt man wirklich fantastische Farben. Ich swatch die euch am besten mal. Erstmal hier der dunkelste Ton. So. Ich hoffe, man kann das gut erkennen dann. Ja, doch, sollte gehen, oder? Ja, ihr seht ja, der dunkelste, dann so ein mittlerer und dann so ein hellerer Highlighter-Ton, die ich alle drei unheimlich toll finde. Und der hellste glitzert auch total. Und ich bin ja bei Lidschatten totaler Glitzerfreak. Ich liebe das. Und ja, fantastisch. Also 14 Euro finde ich dafür gerechtfertigt, weil ihr drei doch recht gut pigmentierte Lidschatten habt, die auch ziemlich groß sind. Ich habe nämlich dann, danach war ich auch noch bei Douglas und habe mal ein bisschen rumgeguckt, habe aber nichts gekauft. Und da habe ich welche von Isadora gesehen, die waren auch in so einer Palette und auch so rund, so gebacken, irgendwie so gebackene Lidschatten. Und die waren so winzig und die haben auch 14 Euro gekostet, aber die waren so winzig. Und da denke ich mir so, nee, da habe ich echt einen besseren Fang mit Kiko gemacht, ganz ehrlich. So, dann komme ich jetzt mal zu Rossmann. Und zwar total niedlich, schaut euch das an, von Playboy. Gab es da so, ja, so Bonbons. Tutti Frutti Bonbons nennen die sich. Also ich habe jetzt halt die pinken genommen und ich fand die echt total süß. Und ich liebe ja den Playboy an sich, also den Bunny, das Logo. Also jetzt nicht Playboy-Zeitschrift, ne? Also damit da kein falscher Eindruck entsteht, klar. Also nein, ich fand schon immer diesen Playboy-Bunny total niedlich. Und ja, ich finde die Dose ist einfach irgendwie so ein Hingucker. Ich habe die Bonbons noch nicht probiert, aber ich denke mal, die werden auch ganz gut schmecken. Dann habe ich noch 2 Duschgels mitgenommen bei Rossmann. Einmal das, die Cremedusche Orangenblüte und Joghurt. Die riechen immer sehr gut und die sind ziemlich ergiebig, finde ich. Und ich glaube für einen Preis von 65 Cent, 95 Cent, kann man einfach echt nicht meckern. Und ja, die werde ich auch bald ausprobieren. Also ihr wisst ja, Duschgele kann man einfach nie genug haben. Und ja, dann habe ich noch eins mitgenommen. Das wurde sogar von Ökotest mit gut bewertet. Auch eine Cremedusche mit Perlenextrakt. Ja, und die finde ich, also ich glaube, die pflegt wirklich schön. Und wie ist denn da der Geruch? Ich rieche jetzt gerade irgendwie nicht so viel. Kann aber auch daran liegen, dass ich so ganz leicht erkältet bin. Ich rieche gerade nicht so arg viel. Aber auf jeden Fall, ja, ich bin mal gespannt, wie die sich unter der Dusche verhalten werden. Aber ich glaube, es kann noch ein bisschen dauern, denn ich habe ja irgendwie immer mal ein Duschgel oder immer mal mehrere Duschgels in der Dusche und bis die mal leer sind. Und ja, es wird auch ein bisschen dauern, bis mein nächstes Aufgebraucht-Video kommt, weil im Moment bin ich gerade nicht so eifrig mit Aufbrauchen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber naja, vielleicht bekomme ich bis Ende Dezember eine volle Tüte hin und dann wird es natürlich eins geben. So, dann komme ich jetzt mal zu DM. Wie gesagt, ich war zweimal bei DM und habe einfach so Kleinigkeiten gekauft, die man mal gebraucht hat. Beziehungsweise eine Sache ist ziemlich groß, denn ich hatte vorher immer so für meine Lidschatten und alles, beziehungsweise für die Produkte, die ich am liebsten benutzt habe, hatte ich immer so, so einen Lidschatten, so, wie nennt man das denn überhaupt? Sowas halt, ne? Und es ist dann bei mir kaputt gegangen. Und dann habe ich mir jetzt nochmal eins gekauft. Und zwar eben von DM. Das andere war, glaube ich, von Poco Domain. Und das jetzt hier ist jetzt von DM und hat 12 Euro gekostet. Ist jetzt nicht mega billig, aber ich fand es okay. Es ist kein Glas, soweit ich weiß. Ne, es ist kein Glas. Und ja, ich finde es aber sehr schön gemacht. Man kann das hier gut aufziehen. Man hat ziemlich viel Platz in diesen Schubladen.
Und da kommen einfach die Produkte rein, die ich jeden Morgen täglich so brauche. Und ich habe mir gedacht, vielleicht interessiert es euch ja, wenn ich dann die Produkte einsortiert habe, dass ich euch die einfach mal zeige, welche Produkte so zu meinem Tages-Make-up gehören oder welche Produkte ich einfach am häufigsten benutze. Ich denke, so ein Video könnte auch ganz interessant sein. Und wenn ihr das wollt, dann gebt mir einen Daumen hoch oder schreibt es einfach in die Kommentare. Dann weiß ich ganz sicher, dass ihr das sehen möchtet. So, dann unspektakuläre Dings, Kosmetiktücher. Die fand ich einfach ganz hübsch, weil die hier so, ja, so Wildlife-mäßig gemacht sind. Hier Delfin und natürlich ein Löwe. Ich liebe Löwen und hier ist nochmal ein Wal. Und ja, finde ich auf jeden Fall sehr schön gemacht. Und Kosmetiktücher verbraucht man sowieso mal relativ häufig. Von daher sind die nie fehl am Platz. Dann auch unspektakuläre Wattepads. Ich mag die ja sehr gerne, diese Maxi-Wattepads. Ich finde damit komme ich einfach besser klar, wenn ich mich abends abschminkt, weil ihr dadurch gleich viel mehr Make-up runternehmen könnt, als wenn ihr diese kleinen nehmt. Und von daher, ja, kaufe ich die eigentlich auch immer wieder nach. Dann habe ich mir ein Schwämmchen nachgekauft, weil das war jetzt irgendwie ein bisschen versifft und man hat es auch nicht mehr so gut auswaschen können, obwohl ich es immer mal wieder ausgewaschen habe, aber einfach nach über einem Jahr Benutzung sollte man vielleicht das auch mal wegschmeißen. Und deswegen habe ich mir jetzt ein neues gekauft, das nennt sich Make-up-Schwämmchen, so ein ovales ist das. Ja, ich weiß gar nicht, was das gekostet hat. Ich habe leider keinen Kassenzettel mehr, aber ich glaube 1 Euro, 1,25 Euro, 1,45 Euro. Ich glaube, in diesem Dreh müsste es sein. Und ja, ich benutze die einfach super gerne, weil man damit das Make-up auch sehr schön verteilen kann. Ich benutze ja auch das Make-up-Eye sehr gern von Ebelin. Aber das hier benutze ich auch super gerne. Wie gesagt, das lässt sich auch alles so schön damit verteilen und es sieht nicht fleckig aus. Es sieht einfach so ein perfekter Turn mäßig und es gefällt mir einfach sehr gut an diesem Schwämmchen. Und ich finde, es saugt nicht so viel auf, was ich auch wiederum gut finde. So, dann jetzt noch 3 Sachen, dann habt ihr es geschafft. Und zwar eine Mascara, die Catrice Lashes to Kill mit diesen False Lash Fibers. Ich habe schon vor vielen Monaten mal ein Video über die gemacht. Da hatte ich die mir zum ersten Mal gekauft und war mega begeistert. Und dann habe ich sie mir jetzt halt wieder gekauft. Ich bin auch immer noch begeistert. Aber irgendwie fand ich sie damals besser. Ich habe keine Ahnung warum, aber mein Geschmack ändert sich anscheinend bei Mascaras recht häufig. Und ja, das ist sie. Ja, so sieht die aus. Eigentlich nicht besonders. Ich glaube, hier seht ihr diesen Faden da. Ich glaube, das ist so ein... Ich weiß nicht. Das nervt doch irgendwie beim Tuschen, aber ich kriege den nicht gescheit ab. Und naja, auf jeden Fall, ich finde die schon noch gut, auf jeden Fall. Die verlängert die Wimpern auf jeden Fall. Sie gibt schön Schwärze und das alles. Aber ich fand sie früher besser. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber klar, ich mache sie jetzt leer und ja, ich benutze sie schon ganz gern. Sie gehört schon auch zu meiner täglichen Routine dazu, aber wie ihr wisst, benutze ich immer 2, 3 Mascaras und ja, genau, sie ist mehr so die Base. Dann habe ich noch eine Balea Erdbeer- und Joghurtmaske gekauft. Ich habe eigentlich so den Masken nie so arg viel Beachtung geschenkt, aber dann habe ich mir gedacht, ach, warum eigentlich nicht? Jetzt gerade so in der Winterzeit habe ich doch mehr Lust auf Masken bekommen. Erdbeerjoghurt ist zwar jetzt nicht super winterlich, aber ich liebe halt Erdbeerjoghurt und Erdbeer halt. Und das ist jetzt eine entspannende Maske für normale Haut. Und ja, so sieht die aus. Also ich finde, die sieht ganz niedlich aus. Von Balea, hat 45 Cent gekostet und ist für 2 Anwendungen. Also perfekter geht es eigentlich nicht und ja, kann nicht schaden. So, dann das letzte Produkt ist von Evelyn eine Holzbürste. So sieht erstmal dieses, ihr kennt das ja sicherlich, so eine natürliche Holzbürste. Und die hat hier Wildschweinborsten. Und eine Freundin von mir hatte auch so eine, also so ein bisschen kleinere, aber auch eine mit Wildschweinborsten. Und dann habe ich immer gesagt, wow, meine Haare fühlen sich dadurch so weich an und so gepflegt. Und dann habe ich mir gesagt, komm, du musst dir jetzt auch mal eine kaufen. Die kosten zwar 8 Euro und ich sehe es oft nicht ein, 8 Euro für eine Bürste hinzulegen, aber... Ich muss wirklich sagen, die Haare fühlen sich echt toll an, wenn man damit die Haare bürstet. Und oh ja, ich liebe das. Die fühlen sich total glatt dann sofort an und weich und total, total, total toll. Also ich kann wirklich jedem nur mal empfehlen, sich so eine zu kaufen. Ihr könnt euch ja erstmal eine kleine kaufen. Da gibt es auch kleinere, ich glaube für 3 oder 4 Euro. Und wenn ihr damit zufrieden seid, könnt ihr euch auch so eine große kaufen. Ich bin generell ein Fan von diesen großen Puddle Brushes, weil ich damit meine Haare einfach am besten... durchbekommen und am besten stylen kann, so. Genau, gut, dann war es das jetzt mit meinem Haul. Ich habe schon länger keinen mehr gemacht, soweit ich weiß. Und deswegen dachte ich mir, wäre es jetzt ganz gut, so einen kleinen Sammelhaul zu machen. Ich glaube, das ist auch besser, weil es wird ja irgendwie nichts bringen, wenn ich einen Haul mache mit 3, 4 Produkten. Und von daher ist es, glaube ich, so ganz gut. Ich würde mich wie immer über eine positive Bewertung von euch freuen oder Kommentare. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns in meinem nächsten Video. Ciao!